Das ist die dunkelste Stunde meiner Case-Clicker-Karriere. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Case-Clicker Jackpot. Wie schon in der letzten Folge angekündigt, will ich mal ein bisschen Challenge machen. Wir wollen mal ein bisschen Würze in das Ganze reinbringen, nicht einfach immer wieder dasselbe. Deswegen spielen wir jetzt Jackpot genau andersrum. Wir warten nicht, bis 40 Items drin sind, sondern wir legen gleich unsere 10 Dinger drin und hoffen, dass was Gutes bei rauskommt. Ob das die beste Strategie ist? Ich weiß ja nicht. So viel Schrott, wie ich in der letzten Folge gezogen habe, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Bock drauf, einfach nur irgendwas hier reinzuballern und dann hoffen, dass was Gutes bei rauskommt. Aber wir machen es einfach mal. Fangen erstmal simpel an. Weil es gibt ja das Gerücht, dass die Items, die besser sind, wenn man von Anfang an was mitbietet. Ich glaube, das ist eher falsches Gerücht, weil es so wirkt. Es gibt auch krasse Jackpots, die kommen, selbst wenn man nichts reinlegt. Ich glaube, das Spiel ist einfach sehr random, was das angeht. Wir haben schon 400 $ Items drin, das sieht nett aus, das sieht nett aus. Mal gucken. Nicht der krasseste Shit, könnten ein paar Sticker sein, könnten ein paar billige. Oh, 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 das ging schnell. Und hoffen, dass es nichts ist. Nichts Geiles ist, dass wir verlieren. Come on, roll it, roll it. Bang. Ups. Schon falsch. Hab mir jetzt schon angewöhnt, immer den geilen Shit rein, erst zu warten, bis alles reinkommt. So, 1300 legen wir schon direkt rein. Dann sollen doch die Bots jetzt mal ihren geilen Shit weglegen. Wisst ihr, wie scheiße es ist, wenn dann irgendwann das Karambit Statric Fate kommt und ich kann nicht mehr zurück? Dann sehe ich auf einmal, da kommt der geilste Knife rein, was ich immer haben will. Und dann kann ich nicht mehr, meinen guten Stickers reinlegen. Dann denke ich mir nur so, fuck. Deswegen bevorzuge ich definitiv erstmal 40 Items reinzulegen, dann mitzubieten. Natürlich könnte ich vorher kurz Stopp drücken, bevor es 50 reicht, um zu gucken, was alles drin ist. Machen wir wahrscheinlich auch. Eine komplette Blindfolge machen wir noch irgendein anderes Mal. Mir reicht schon die Challenge, dass ich hier von Anfang an mitbiete. So, und wir haben ein Tiger Tooth Bayonet. Ein paar Marble Fates. Ja, ist eigentlich ganz ordentlich. Come on. Das können wir gewinnen. 20%, nochmal $400. Okay, alright. Come on, game. Vertrau mir, Game. Ich werde dich glücklich machen, wenn du mir den Jackpot überlässt. Und dann... Na... Will ich zu viel? Will ich einfach zu viel? Ich will auch noch einmal gutes Ding haben. Ich habe schon so lange kein Glück mehr gehabt im Jackpot. Nochmal 1500. Let's do this. Oh, 850. Da ist eine Dragon Lore reingeflossen. Eine Dragon Lore für 850. Seht ihr? Und ich kann nicht mehr zurück. Ich kann nicht mehr zurück. Das heißt, dass die 35% müssen hier vollkommen ausreichen. Aber die Dragon Lore ist auch das Beste an dem ganzen Jackpot hier. Der Rest ist eher so meh. Aber wir sehen an dem Wert, es ist nichts Krasses. Obwohl ich am Anfang mitgeboten habe, ist jetzt der Jackpot nicht explodiert. Ich denke mal, das ist sehr Zufall. Oh, egal, ob man am Anfang die Items reinlegt oder erst zum Schluss. So schlau ist das Game nicht, dass es merkt, dass man gute Items drin hat und dann, dass die KI dann daraufhin reagiert und der crazy fucking Axt-Typ. Hätte ich jetzt nicht am Anfang geboten, hätte ich zum Schluss meine geilsten Stickers reinpacken können für die 850 Dragon Lore. Aber ne, die heutige Folge steht alles im Zeichen von Verlust, Schmerz und Trauer, weil wir verlieren werden. Wir werden eine Menge verlieren. Wir werden eine Menge verlieren. Kommt, fuck it. $200 Stickers. $200 Stickers, fast $2000. Da müsste ich ja die geilsten Knives ever kriegen, oder? Laut der Theorie, die es im Internet gibt, dass die Bots hier mehr Items reinbieten, desto teurer mal am Anfang reinlegt. Aber das passiert alles nichts. Und es gab auch einen Kommentar, wo es hieß, dass man, wenn man am Anfang bietet, hat man eine höhere Chance wegen den Low-Tickets und weil die High-Tickets weniger Chance haben. Auch, glaube ich, alles Bullshit. Das Spiel ist komplett auf Mathematik basiert. Sprich, 50% Chance, 50% Win-Chance. Ich muss mal den Entwickler fragen, ob da was dran ist, aber ich glaube, die haben da kein komplexes System gemacht. Nicht wie bei CSGO. So, das beste Item ist eine Fire Serpent. Und das, obwohl ich $2000 geboten habe. Ich habe es euch gesagt, das ist random. Das ist komplette Glückssache, was man hier reinkriegt. Okay. Come on, wir wollen endlich mal was gewinnen. Ich habe schon sehr viel Verlust gemacht in dieser Folge. Da sieht man schon von Weitem, dass man nicht gewinnt. Zuckerblatt oder Psycap. Gerade mal $300 habe ich jetzt reingelegt, egal. Jetzt leider auch nicht checken können, was drin ist, aber egal, das wird ein Win, das wird ein Sure Win. 10%, 10%, 10%, 10%. Jimbo TV, wer ist Jimbo TV? 8% Win-Chance. Ah, Spirit. Null, nö, 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 nö. Oh, da war ich gerade kurz. Aber der Falosch ist dran, den hatte ich auch noch nicht. Die Yolo Swagons haben schon mal gewonnen, aber ich, ne, es gewinnt ein Eisbär. Der hat aber 35% gehabt. Der verdient's, beziehungsweise der Bot verdient's. Eigentlich nicht. Bots verdient keinen Gewinn. Bin gespannt, wie der Online-Multiplayer-Jackpot sein wird. Der soll ja reinkommen, haben die Entwickler bestätigt. Kommt, fuck it. Ich gehe mit meinen besten Stickers rein. Ich will Glücksgefühle haben. Game. Auf jeden Fall Online-Multiplayer-Jackpot. Ich bin gespannt, was sie gegen Cheater machen. Es gibt ja viele Leute, die duplizieren einfach 10.000 Mal ihre Items, sind dann total happy, dass sie einen teuren Inventar haben
Und die haben natürlich den extremen Vorteil im Online-Jackpot. Die können einfach ihre geilsten Knives reinpacken und alle abziehen. Das wäre kacke. Ich hoffe mal, die haben da irgendein System, dass das verhindert oder dass das vielleicht ein bisschen blockiert wird. Glaube ich aber irgendwie nicht so ganz. Deswegen, ja, müssen wir... Oh, ja, wir sind blöd. Ich weiß nicht, was wir gewinnen. 50% Chance. Da wir bisher alles verloren haben, wird das ein sure win. Game, das Game mag uns. Und es gibt uns... Es gibt uns... Oh Mann, ich hasse diese Challenge. Diese Challenge ist beschissen. Wer hat die überhaupt ausgedacht? Oh, ich verliere hier gute Stickers. Das ist ätzend. Soll ich mit meinen besten Items mal in den Jackpot gehen? Pff, vom Fegen. Nicht, wenn ich nicht weiß, was ich nicht gewinne. Das mache ich nicht mit. Ich habe ja schon vieles mitgemacht bei dem Spiel, aber das mache ich nicht mit. Aber diese Challenge ist beschissen. Ich habe bisher viele gute Stickers verloren. Echt viele. Ich habe 10 meiner besten Stickers verloren, 10 meiner zweitbesten, 10 meiner drittbesten, 10 meiner viertbesten und ich habe noch nicht eine Runde gewonnen. Von wegen Low-Tickets sind mehr wert. Der Gute war jetzt was für $500 wert. Aber ich ein Scheiß ist das wert. Ich habe das Gefühl, dass wenn die desto später ich reingehe, desto mehr Glück habe ich hier. 8% kann ja was werden, ne? Kann was werden, kann was werden, kann was werden. Come on, game, einmal die Glücke. Ja, der fucking Troll-Typ. Aber der 30%. Ah, oh, diese Challenge ist scheiße. Die ist scheiße. Ich hoffe, ich kriege die schnell um. Ich muss die schnell umkriegen. Ich verliere alles. Der muss eine neue Stufe reinbauen. Very Extreme oder so. Wo wirklich teure Dinger drin sind. Wo man nur mitgehen kann, wenn man, beziehungsweise gewinnen kann, wenn man richtig teures Shit reinpackt. Solche Jackpots will ich haben. Ich will die Extrem-Dinger. Das ist mir noch zu sehr. Oh, $744. $744. Karen Bit Tiger Tooth. Nein, ein Slaughter für 744. Lecker, 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 lecker. Und was hab ich? Ich hab nur Schrott reingelegt und ich kann's nicht mehr wegmachen. Ich kann nicht mehr wegmachen. Und das ist das Beschissen an dieser Challenge, ey. Deswegen warte ich immer auf 40 Items da mitgehen. Das ist das Beste, was man machen kann. Und ich kriege endlich mal ein gutes Knife und ich kann's nicht ziehen. Oder mit nur sehr wenig Prozent. 10%. Wir vertrauen auf 10%, oder? Wir müssen nur auf das Game vertrauen. Tun wir schon seit 6 Ziehungen oder sowas und haben bisher nie was gewonnen. Aber irgendwann wird das Game sagen und das ist nicht. Oh. Diese Challenge ist scheiße. Okay, Ziel, einmal gewinnen bei dieser Challenge. So, ich gehe nochmal mit meinen 10 besten Stickers rein. Fuck die Wand an. I don't care. Ich will einmal gewinnen. Ich will bei dieser Challenge einmal gewinnen. Es werden jetzt schon 20 Skins, die ich verliere. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich riskiere gute Tickets. Sticker für Bullshit. Ich riskiere gute TSD. Kann ich mir klar denken. Und die noch nie. Aber egal. Ich riskiere gute Sticker für Bullshit. Das Beste, was hier gerade reinkam, war für $320. Das ist eine scheiß Challenge. Oh Gott, ich hoffe, ihr seid zufrieden, dass ich das mache. Yay, meine Sticker sind das Beste, was in diesem Jackpot drin ist. Und somit habe ich das Gerücht kaputt gemacht, dass die Bots bessere Items reinlegen, desto mehr Wert da drin ist. Bullshit, das ist Schrott. Ich hatte schon bessere Dinger drin, obwohl ich nie mitgezogen habe. 44%. Das sind die nächsten 10 Sticker, die ich verliere, oder? Ich werde nicht gewinnen. Das ist die dunkelste Stunde meiner Case-Clicker-Karriere. Come on, Game. Gib mir irgendwas. Hauptsache, ich krieg meine Stickers wieder. Jawohl. Ja, doch. Ich bin von dem Scheiß müde, ey. Oh, das Beste, was wir kriegen, ist ein Tiger-Tuch für 377. Ey, wir haben die Challenge geschafft. Ich habe einmal gewonnen, obwohl ich nicht wusste, was ich kriege. Und weil wir einmal gewonnen haben, geben wir jetzt nicht auf. Wir gehen weiter, wir gehen immer tiefer, immer weiter, immer härter. Yeah. Und deswegen habe ich $320 reingelegt, weil ich überhaupt keine Hoffnung habe, dass ich das gewinne. Ja, aber ohne Scheiß. Die Challenge, glaube ich, beweist, dass die Items weder besser werden, desto früher man die Items reinlegt. Und die Chance ist auch nicht besser, desto früher man reinlegt. Es ist pure Mathematik. 10% bedeutet 10%. Auch wenn man mit 90% hat, kann man verlieren. Ist halt so. Ist halt Glücksspiel. Ich glaube, es gab auch irgendwo einen Eintrag von dem Entwickler, wo er gesagt hat, das ist einfach nur pure Mathematik. Kann man auch nicht fixen, ist auch nicht buggy. Weil die haben einfach eine simple Mathematik dahinter gelegt. 7% ist halt 7%. Das, was man sieht, was da vorbeirollt, ist alles Fake, mehr oder weniger. Weil das Spiel hat schon vorher entschieden, ob man gewonnen hat oder nicht, anhand dieser Prozentzahl halt. Zum Beispiel, wenn man Check drückt, dann weiß das Spiel schon, ob man hat gewonnen oder nicht. Und das alles, was hier vorbeizieht, ist einfach nur zur Show, damit es interessanter wird. Das ist die simple Mathematik hinter diesem Jackpot und wir gewinnen jetzt gar nichts. Wie ich sehe, mich überhaupt nicht. Und da kommt das coole Auto, Anatoly. Man kriegt nur Schrott. Ja, ich werde nicht der Fan von dieser Challenge, ehrlich gesagt. Ich habe erhofft, dass man doch vielleicht ein bisschen geilere Items kriegt, wenn man von Anfang an mitzieht. Aber bisher habe ich eigentlich nur meine geilsten Items verloren, anstatt die zu gewinnen. Ja, ich werde nicht so der Fan von. Werde ich mal sagen. Weil das Beste, was drin ist, ist ein Sticker.
Für $250. Das ist awesome. Irgendwie auf Jack und das Game rollt und trollt und das wird uns gleich trollen. Und der Perlo. Okay, zwei Wins. Zwei Wins in dieser Challenge. Das wäre doch mal was. Müsste ich natürlich einen guten Shit reinlegen. Ja, ich zögere aber noch dabei, ehrlich gesagt. Ich habe zu viele Sticker verloren für sehr wenig Einsatz. Beziehungsweise für sehr hohen Einkommen. Es ist ja alles eine Risikoabwägung, was man bietet und was man zurückkriegt. Man sollte kein Risiko spielen, wenn man Scheiße bekommt. Und das ist halt, das ist doof. Das ist nicht gut, das würde ich mal sagen. Okay, aber egal, wir ziehen es durch. Ich verliere alles. Dann gehe ich halt noch ein bisschen, muss ich ein paar Stunden auf das Geldding drücken da, damit ich Geld kriege. Mache wieder 10.000 von den Stickern auf. Oh, $510 sind drin. Ja, das wird sich lohnen. Ein Tiger-Tooth. Wow, geiler Shit. Die geilsten K-Knives, die ich gesehen habe. Wo ist dieses Karambit Fade? Entzieht sich mir. Ich hatte ein paar Folgen lang echt Glück gehabt. Ich habe so oft das Karambit Fade gesehen. Und jetzt, ich habe glaube ich seit 50 Jackpots das Stat Track Karambit Fade nicht gehabt. Und das gewinnen wir auch nicht. Ich habe den Lag jetzt mitgesehen. Aber ihr könnt mir ja mal auf Facebook und Twitter folgen. Falls ihr irgendwelche coole Jackpot-Geschichten habt, schreibt mir mal dort rein, wenn ihr Bock habt. Oder natürlich auch in die Kommentare. Klickt hier oben rechts auf das i, falls ihr noch mehr Jackpot-Folgen sehen wollt. Ich glaube, ich habe die Challenge hier hinter mir. Mehr oder weniger. Ich habe echt keinen Bock mehr drauf. Nein, ich habe einmal gewonnen. Das ist gut. Das reicht doch. Und dabei haben wir keinen geilen Chip bekommen. Aber trotzdem war vielleicht die Folge für euch lustig. Wenn die für euch lustig war, dann drückt mal einen Daumen hoch. Und abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Gebt mir Flosse. Flop.